Ihr habt es im Vorspann schon gesehen, ein echtes Traumpaar der 80er kommt heute dran. Und damit rede ich natürlich hier nicht von Prince Charles und Lady Di, nee, von He-Man und Skeletor. Ja, jeder kleine Junge, der in den 80ern ein kleiner Junge war, heute nicht mehr ist, der wird die beiden hier kennen von Masters of the Universe, der stärkste Mann des Universums und hier sein Gegenspieler Skeletor aka Keldor, bevor er knochengesichtig wurde. So sieht's dann später aus. Leider hat hier der Verkäufer bei meinem He-Man mal ordentlich was drüber geklebt, aber Skeletor kann man sehr gut erkennen. He-Man hat 139 Teile, Skeletor, der hat eine ganze Ecke mehr, 165 Teile. Und ich bin echt gespannt auf die Dinger hier. In den 80ern war das mein liebstes Spielzeug. Da bin ich total schwach geworden. Natürlich kommt das wieder hier aus der Kupros-Serie von Megablocks von Mattel. Und ja, Mattel hat die Dinger ja auch ursprünglich rausgebracht. Aber heute starten wir erstmal mit dem kleineren. Und das ist unser He-Man, also Skeletor, einmal nach hinten auf die Warteposition. Und wir packen den hier sehr sorgfältig eingepackten He-Man ja mal aus. Also der Verkäufer, der wollte echt auf Nummer sicher gehen. Tja, das wurde jetzt mal anders geöffnet, als der Erfinder sich das so gedacht hat, dank ausführlicher Nutzung von Klebeband. Aber dennoch, wir klappen auf, sehen wie immer das Gesicht der Figur, also von unserem He-Man, und der guckt richtig fies, also ein fieser Blick, der guckt ja fast fieser wie sein Kollege hier hinten. Aber wir schauen dennoch mal rein, sehen dann eine ganze Menge Teilchen, einmal ausschütten und dann ist das leer. Wie immer typisch hier mit gedruckter Innenseite von verschiedensten Kupros-Figuren. Und ja, da ist auch der Skeletor mit drin zu sehen. Finde ich immer ganz nett gemacht. So, ich stelle ihn mal hier zur Seite. Und wir haben 1, 2, 3, 4 und 5 Tüten. Und das ist ja mal ein richtiges knalliges Orange. Wenn das die Haare sind, dann ja, sieht man hier vom Farbdruck her, boah, da sind schon mal deutlich Unterschiede. Aber egal, schauen wir uns mal die Anleitung an. Die ist so ein kleines Heftchen mit insgesamt, ja, hinten gibt es wieder Werbung, was es noch so gibt, mit insgesamt 28 Seiten. Und dann ist er schon fertig. Ja, so der Bau, der ist nicht weiter kompliziert. Immer relativ ähnlich bei den ganzen Figuren, aber macht echt doch immer Spaß, hier vor allem die Köpfe zu bauen. Und von daher sage ich, legen wir direkt mal los. Zum eigentlichen Bau muss ich nicht viel sagen. Farbkodierung, welcher Stein wohin kommt, lässt sich prima nachbauen. Also Tüten verteilen und loslegen. Ich habe jetzt noch nicht allzu viel gebaut, aber wir schauen uns mal kurz hier das Gebaute an. Das ist hier der breite He-Man-Unterkiefer sozusagen mit dem Mund. Und hier der Ansatz von der Frisur haben wir auch schon. Und ich finde, die Steine hier, die sind schon knallig orange. Die hätte ich mir ein bisschen, auch wenn ich mir hier das Foto so anschaue, ein bisschen gelber gedacht. Und die sind schon sehr dunkel orange geworden. Aber naja, egal. Lassen wir es mal so stehen. Dafür ist die Hautfarbe schön. Bisher habe ich ja auch keine Unterschiede bei den einzelnen Steinen, was die Farbe angeht. Das Problemchen kenne ich ja ansonsten schon hier bei den Megablocks-Figuren. Nö, soweit alles gut. Hier mit diesen Slopes oder ja, wie man die nennen soll, haben wir hier die Frisur schon mal gebaut. Ein bisschen verschrammelt, wenn man ganz genau hinschaut, sind die Steine natürlich wieder. Aber es lässt sich sehr gut damit bauen. Die haben eine prima Klemmkraft, die klicken richtig schön zusammen und gerade hier bei den kleineren, da muss man auch schon mal ein bisschen kräftiger drücken. Also soweit alles gut. Wir bauen noch etwas weiter hier am Kopf von He-Man, denn man sieht, ja, da kommt doch noch einiges. Zumindest lässt das viele Orange das hier erwarten und dann haben wir noch ordentlich hautfarbene Töne und hier ein bisschen was für die Stiefelchen wahrscheinlich. Also weiter geht's. So, auf Seite 18 sind wir schon vorangekommen und ja, so sieht es aktuell aus. Wir haben einmal hier schon mal den Körper angefangen und den Kopf komplett fertig. Und schaut ihn euch an, der sieht eigentlich ganz cool aus. Er guckt ein bisschen gemeiner, wie ich das bei He-Man erwarten würde. Aber hier mit den Augenbrauen und mit den Haaren vor allem, doch, gefällt mir ganz gut. Dennoch muss ich sagen, ja, auch hier gibt es wieder Farbunterschiede. Ich weiß jetzt nicht genau, wie gut man die hier erkennen kann, aber hier
die Slopes im Vergleich zu den anderen Steinen. Einmal die, wo hier oben drüber sind und einmal denen hier unten drunter. Da sieht man, dass diese Slopes vom Gelb her etwas heller sind und das andere, ja, die anderen Steine sind ja dunkel-oranger etwas mehr. Also da gibt es einen kleinen Unterschied, aber der fällt zum Glück nicht ganz so stark auf, wie das sein könnte. Ansonsten beim Gesicht, da passt die Steinfarbe bei allen. Das sieht schön einheitlich aus. So schaut er von oben aus. Ja, relativer Plattkopf hier, unser guter He-Man. So einmal von hinten. Und hier die Abschlüsse der Frisur rechts und links, die haben sie nochmal ganz nett gemacht. Hier mit solchen runden und eckigen Einersteinen. Und hier haben wir nochmal die Aufnahme, wo das dann später hier auf den Körper draufgesteckt wird. Also, das ist der Kopf, der ist fertig, der ist ganz nett geworden. Hier haben wir den Körper, das hier ist die Brust und das ist der Rücken von He-Man. Man sieht, da fehlt noch einiges. Hier unten kommt später das Kupros-Steinchen rein. Und als nächstes baue ich jetzt erstmal weiter, denn, ja, man sieht's noch, He-Man ist mehr auf FKK-Kurs unterwegs und zeigt uns seinen blanken Hintern und, naja, vorne das Gemächt, ich denke, das überdecken wir lieber auch noch ein wenig, damit es ja auch jugendfrei bleibt. Also, mit blankem Heldenarsch geht's dann weiter auf Seite 19 und dann schauen wir mal, wie weit wir dort jetzt kommen. Ja Mann, jetzt hat He-Man hier voll die krasse Waffe bekommen, ne? Entschuldigung. Also, wir haben hier jetzt das Zauberschwert gebaut von He-Man, das er später dann irgendwie in die Hand gedrückt bekommt. Ihr seht, das ist eigentlich eine, ja, silberfarbene, lange Fliese. Einmal, oh, was wird das sein? 1, 2, 3, 4, 5, einmal 6, würde ich sagen. Und dann hier noch so ein paar Schrägteile angebracht, damit das ein bisschen cool aussieht. Sieht aber nur von einer Seite cool aus, denn ja, hintenrum wird es relativ hohl, das Zauberschwert. Aber so, ja, ich denke, eine ganz nette Optik. Und natürlich noch seinen Schild. Also ein ganz wichtiger Bauabschnitt. Das hier sind allerdings nur drei Teile, die zusammengesteckt werden. Also, ja, recht schnell gemacht. Schauen wir uns nochmal auf den Hintern, wollt ihr natürlich sehen. Den jetzt ja einigermaßen verhüllten Popo von He-Man. Also wir haben den Lendenschurz hier drüber gebaut, eine 2x2er Fliese in Braun. Die Arme sind dran, einmal der rechte, einmal der linke, beide genau gleich gebaut. Und hier sieht man wieder einen deutlichen Farbunterschied leider. Hier das große Teil, ja, wo die Schultern so drin sind und hier die Aufnahme für den Kopf, das ist mal wieder deutlich heller als die anderen Teile, die umhergebaut wurden. Ja, ist immer schade, dass die das nicht so gut hinbekommen, aber naja, lassen wir es einfach mal dabei. Von vorne sieht er jetzt so aus, da wurde hier die Rüstung etwas angedeutet. Allerdings, ja, der He-Man, der zeigt hier mal ordentlich, was er zwischen den Beinen hat. Also da hätte ich mir doch auch gern so eine Fliese noch gewünscht, so eine, ja, so eine 2x2er, aber nee, gibt's nicht. Also der ist ein bisschen zeigefreudig hier unten rum, ist mir auf den Bildern gar nicht aufgefallen. Naja, egal, jetzt kommen wir daran, das Ganze hier zusammenzubauen, dann hier noch ein bisschen hinten den Knopf in den Fuß rein und ja, dann sind wir wohl auch schon fertig. Was wir hier noch gezeigt bekommen, wir können natürlich hier die Ausdrucksweise der Augen verändern, indem wir hier einfach das ein bisschen hin und her drehen, also neutral, traurig und ja, hier weint er, glaube ich, gleich. Oder eben den angriffslustigen Blick, den wir hier schon gebaut haben. Also Leute, ich stecke ihn noch kurz zusammen, dann werfen wir einen endgültigen Blick drauf und sehen uns gleich wieder. Ja, so machen wir's. Und da haben wir sie, die übrig gebliebenen Kleinteile, die können in die Ersatzteilkiste rein. Und da steht ja unser größter Held des Universums, unser kleiner He-Man. Und er ist ganz nett geworden, finde ich. Doch, er hat mir durchaus Spaß gemacht zu bauen. Er sieht ganz cool aus. Das Einzige, was mich hier wirklich noch stört, ja, er kommt gleich rum. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ja, hier unten zwischen seinen Beinen, meine Güte, wieso sieht man denn da alles? Da müsste doch auch so eine 2x2er Fliese hin. Ich guck mal, ob ich noch so eine irgendwo finde, um ihm da ein bisschen sein ja, Lego-Gemächt zu schützen. Ansonsten sieht er cool aus hier mit seinem Zauberschwert. Das macht einen guten Eindruck. Hier das Schild auch, ist einfach nur draufgesteckt, aber völlig in Ordnung soweit. Aber gehen wir noch mal kurz in die Nahaufnahme rein. Hier das Schwert ist nur auf einer Noppe hier quasi auf dem Daumen aufgesteckt und deswegen auch ein bisschen, ja, ein bisschen wackelig. Also es hält schon, aber ja, eine Noppe hält natürlich nicht allzu viel. Der Schild dagegen, der ist hier an zwei Noppen angesteckt. Den kann man so oder auch weiter nach innen dann reinstecken. Ja,
Ansonsten sieht es schön aus. Was auch nett gemacht ist, sind hier unten die Stiefel. Hier hinten sieht man nochmal das Kupros-Zeichen, das da zum Schluss immer eingebaut wird. Oder auch hier dieser Absatz in den Stiefeln drin, der wohl irgendwie das Fell ein bisschen darstellen soll, was ja immer die bepelzten Stiefel so waren, die sie anhatten. Gefällt mir auch gut. Von hinten, ja, da sieht man halt die Rüstung überhaupt gar nicht, aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie man ohne Druck das hier darstellen soll, dass die ja auch über den Rücken geht. Von vorne kann man die Rüstung erkennen und ja, also er ist ganz cool geworden. Doch, doch, doch. Aber ich bin jetzt noch mehr gespannt auf das böse Gegenstück hier auf Skeletor, denn der hat ja noch ein paar Teile mehr und ich denke, der könnte da durchaus noch ein bisschen besser werden als unser guter He-Man, der mir aber auch echt gut gefällt. Also, wenn ihr euch den auch gerne zulegen wollt, ich guck mal, ob ich den bei Amazon finde und verlinke das dann hier in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ja, geht's im nächsten Video weiter. Ich denke, nächste Woche hier mit unserem Skeletor. Auch das findet ihr hier unten einmal verlinkt. Und ja, dann wäre es das für heute gewesen. Ich sage, bei der Macht von Grayskull, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Hier bei Me Applecat mit Skeletor.